Umbenennen. Der ist 96. Ups. 41. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Mir erscheint, Manpower ist einfacher als volle Kraft voraus, Kapitän. Deswegen probieren wir jetzt mal das. Hilfsbatterie muss helfen. Oh, Schildpunkte brauchen halt 2. Energiebalken ist schlimm. Na, ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Vielleicht bauen wir den Reaktor einfach auch so gut aus. So wie im letzten Durchlauf. Yeah. Und dann bräuchten wir halt noch Stromverbraucher. Na, schauen wir mal. Los geht's. Die Daten. So geht die Lanze an. Ich bin gespannt. Da hinten ist Nebel und der Nebel stört die Flotte. Theorie von Alex weiterhin bestätigt. Der Ausgang ist schön weit rechts. Leider sind die Nebelpunkte sehr weit hinten, weil ich müsste halt, um die effektiv nutzen zu können, zusehen, dass die Rebellenflotte dann, wenn wir hier hinkommen, genau hier ist. Aber das erachte ich als schwierig. Okay, dann flattern wir hier runter und dann da unten könnten wir so rüber. Oregon, Yvonne, Sie und Wiebke haben wir. Du entdeckst einen Rebellenaufklärer bei einem Angriff auf einen kleinen Treibstoff-Außenposten. Seine Waffen sind geladen, aber er schießt noch nicht. Eingreifen und den Außenposten verteidigen. Kein besonderes System, er hat... Erstmal die Rebellen antworten auf deine Drohung. Ich weiß nicht, wer sie sind, aber niemand stellt sich der Rebellenflotte in den Weg. Das Schiff macht sich kampfbereit. Und er hat... Oh, einen Dreierschuss und einen Laserstrahl. Hm, kriegen wir schon hin. Müssen wir hinkriegen. Zoltan-Schild hilft jetzt. Die Lanze macht den Dreierschuss weg. Super, dann kriegen wir jetzt keinen Schaden. Die Lanze ist mit einer meiner Lieblingswaffen. Auch die Glefe, der Schnellverlaser 2, die Flak 1 und 2. Ionbombe. Das Schiff bricht auseinander und wir halten 2x Treibstoff, 1 drunter und 15 Schrott. Der Außenposten ruft dich. Diese aufgeblasenen Bastarde wollten nicht zahlen, nur weil sie die Föderation besiegt haben. Das hier ist für ihre Hilfe. 2x Treibstoff und 15 Schrott. Vielen Dank. Sehr gut. Darf ich nicht verbessern. Ich brauche schnellstens ein Laden. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir da eine Hilfsbatterie bekommen. Also gleich im ersten Laden muss eine Hilfsbatterie sein, deswegen müssen wir jetzt sparen. Sonst hätte ich jetzt den Antrieb verbessert. Da hätten wir mal Sauerstoff zwischendurch ausmachen können. Deine Scans zeigen eine Erzraffinerie und mehrere Fabriken, die alle stillstehen und leer sind. Es werden keine Biosignale angezeigt. Dein Sprung führt dich in ein unauffälliges Doppelsternsystem. Die Aussicht ist wunderschön, sonst gibt es hier nichts. Na toll. So, wie fliegen wir jetzt? Wir müssen ja dann, wenn wir hier hochfliegen, wieder runter. 1, 2, 3. Ich muss auf die Höhe gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, denke ich, bekommen wir hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Könnte ich schon mitnehmen. Ich zähle hier nach dem Kampf, wenn hier ein Kampf ist, gleich nochmal. Ein kleines Rebellenschiff liegt an einer kleinen Station abgedockt. Du versuchst dich zu verbergen, aber es sieht dich. Du fährst die Waffen hoch. Keine besonderen Systeme, aber ein Raketenwerfer hatte. Gut, da fährt man den Zoltan-Schild. Ich mag die Schiffsform. Man hat halt 3 wichtige Räume, die man mitnehmen kann und in Summe sogar 4. Ein Zoltan-Schild, bitte flieg vorbei, nächster Schuss, damit die Rakete noch abprallt. Oder so. Na, die Rakete ist zurück.
Schnell nochmal schießen, damit der Zoltanschild weg ist. Diese Schweine. Zweier Schaden. Das ist eine Artemis, Mann. Die wird nochmal schießen, bevor wir das Ding ausmachen. Sollen sie abhauen? Wir machen sie nicht aus. Oh, hab ich dich getroffen? Ah, Waffen aus. Die 5% drauf gepfiffen. Ah, die hauen ab. Hätte aufs Cockpit gehen sollen. Das Ding verfehlt sowieso. Ach Mann. Ärgerlich, Hüllenschaden bekommen und die sind weg. Super, es geht echt gut los. Ah, wenn ich jetzt die alle mitnehme, kommen wir aber nicht da unten hin. Das ist ja Mist. 1, 2, 3, 1. Selbst das wird eng. Scheiße. Fliegen wir halt von da nach da. Ach Mist, ich... Ungenauigkeit. Wegen den Überresten eines Menschenfrachters taucht ein Kriegsschiff, der Mantis, auf. Macht dich auf einen Kampf gefasst. Na, die Anordnung ist auch gut. Die haben auch einen Raketenwerfer. Wiebke durchhalten, ja. Hier stirbt niemand weg. Scheint auch ein Artemis-Raketenwerfer zu sein. Braucht nämlich ziemlich lange. Gut, dass der bloß einmal schießt. Dann prallt die nächste Rakete auch auf jeden Fall am Zoltanschild ab. Rakete aus, super. Und der Reaktorverbesserung komme ich da auch nicht bis Sektor 5. Ich muss doch mal bessere Waffen holen. Damit wir auch gegen zwei Schildgegner bestehen können oder hacken können. Oh Mann, ey, echt schwierig, hier diesen Schiffserfolg zu bekommen. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine Rakete, einen drunter und 12 Schrott. Da müssen wir halt wirklich maximal Schrott sammeln. Hat ja gut geklappt mit dem letzten Rebellenkampf. Damit alle Systeme richtig gut ausgebaut sind und auch vom Reaktor voll versorgt werden können. Eieiei. Kein Schutzsystem. Da ist ein Laden. Nestbatterie kostet die 40? Ne, ich flieg unten lang. Dann setze ich doch lieber auf volle Kraft voraus, Kapitän. Geht bestimmt gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Schildpunkt könnten wir gebrauchen. Dieser Signalpunkt wurde zu nah an einem Riesenstern der Klasse M platziert. Das Schiff wird sich langsam überhitzen, bis du von hier verschwindest oder stirbst. Ein Pirat, der die Gefahr der Sonne nicht beachtet, greift dich an. Ach, du bist noch unterwegs. Wir haben ja auch zum Glück den Zoltanschild. Je mehr Schilde wir haben, desto besser gegen Sonnenschutz schützen. Gegen Sonne schützen. Das Schildsystem ist aber blöd. Ich nehme die Waffen so nicht mit, die haben Raketenwerfer. Die haben bloß einen Raketenwerfer, sehe ich gerade. Okay, dann gehen wir nur auf die Waffen, weil die keine Waffen mehr haben, haben die ein Problem. Ach, die haben ihre Drohne noch, stimmt. Ach so, na dann, machen wir es doch so. Dein Schild weg. Lanze schießt gleich. Raketen aus, weil Waffensystem hat bloß einen Balken. Schön. Was für ein Deutsch, weil Waffensystem hat einen Balken. Oder so ähnlich. Man könnte es ja auch ganz anders sagen. Oh, Rakete will wieder. Aber die sind eh gleich Schrott. Sogar vorm Raketenschuss, oder? Oh, es war gerade grünes Lämpchen. Feuer im leeren Raum. Zum Glück steht da noch niemand beim Schildsystem drin, aber die Raumanordnung hier ist auch nicht so gut.
Das Schiff explodiert und wir erhalten 3x Treibstoff, eine Rakete und 16 Schrott. So, etwas Sauerstoff reinbekommen, dann geht's los. Dauert ganz schön lang mit so einem Einer-Stufensauersystem. Und schon sind wir weg. Was haben wir denn hier? Oh, was? So viele Abgaben? Du erhältst die Nachricht eines kleinen Konvois. Die Schiffe sind auf der Suche nach militärischem Nachschub und bieten dir an, im Tausch dafür deinen Reaktor zu verbessern. Oh. Ich werde es machen. Wobei. Ja, umgerechnet. Reaktorverbesserung kostet gerade 20. Wir geben schon fast 20 Schrott mit den beiden Drohnenteilen aus. Nee, mache ich nicht. Ist mir dann doch zu viel. Du entscheidest, dass ihr all euren Nachschub selbst braucht. Rechnet mal selbst zusammen und 20 kostet der Antrieb, wenn wir ihn verbessern. Du hältst eine Anfrage. Doppelpunkt. All unsere Militärschiffe wurden während der Rebellion zerstört oder beschädigt. Es gibt jedoch Berichte von einem Mantis-Kriegslager, nur wenige Sprünge von hier. Können Sie uns helfen? Versprechen, dein Bestes zu tun. Vielen Dank. Wenn Sie uns sagen können, wie viele es sind, helfen uns die Rebellen vielleicht. Beim letzten Mal haben wir gesagt, es sind unzählige. Können wir nicht machen. Da haben wir von der Ferne aus geguckt. Auftrag wurde im nächsten Sektor markiert. Wir erhalten 12 Schrott. Ja, ohne den Reaktor zu verbessern, heißt auch Geschenke. Darfst du nicht annehmen, die den Reaktor verbessern. 50, wir brauchen 90 Schrott dafür. Kommt er viel zu früh an. Hätte ich vielleicht auch ohne den Nebel planen sollen. Deine Sensoren haben ein Flüchtlingsschiff entdeckt, das durch das System treibt und sicherlich vor den Rebellen flieht. Es scheint dich noch nicht bemerkt zu haben. Dich nicht bemerkt zu haben oder übersieht dich absichtlich. Als du den Frachter rufst, kommt er mit geladenen Waffen näher. Das ist ein Piratenhinterhalt. Gedankenkontrolle haben die, na toll. Freue ich mich. Superschilder lassen das noch nicht durchkommen. Die haben der Flak 1, ist ja böse. Nein, der Leto wird hier nicht arbeiten können. Das wäre jetzt günstig bei einem Zoltan-Schild, aber naja. Müssen wir jetzt aushalten. Ionenbetäuber und Flak 1. Einer Zoltan-Schild noch. Er ebenso. Ärgerlich. Ja, die Waffen müssen schon erwischt werden. Oh, Antrieb aus, jeder Schuss ein Treffer. Und Gedanken kontrolliert. Ach, du Kacke. Naja, Strom weg. Ach, ich hasse Zoltan. Mist! Ich wollte bis zum nächsten Flakschuss da helfen, aber hab gar nicht dran gedacht, dass ja unser Strom. Ach, du Kacke. Abhauen können wir jetzt auch nicht, dass unser Strom ja dann da fehlt. Oh Mann. Das Schiff ist cool, aber die Zoltan sind halt Kacke. Cockpit auch gleich im Eimer. Schiff geht jetzt zu Bruch. Ach, herrje. Mist, Mist, Mist. Mach wieder ganz, was du angerichtet hast. Jetzt kann er hier stehen, wie er will. Jeder Schuss ein Treffer. Toll. Boah, böse. Einmal nicht aufgepasst und schon eine Lanzenladung verpasst. Die Flagge ist immerhin weg. Höhle nur noch bei 50%. Super. Jetzt geht das wieder los.
bieten uns das an, aber das ist echt dünn. Nö, sage ich da. Gedankenkontrolle ist bei ihm aus, weil rot. Sie haben es uns gezeigt, wir sind besiegt. Nehmen Sie das hier, wir schämen uns. 8 Schrott. Plus 8 Schrott macht 16. Plus 6, 22. Nö. ...18 Schrotten drunter, das macht schon mal 24. 26. Und dann nochmal Treibstoff, 29 Schrott. Das Schiff explodiert und gibt uns einmal Treibstoff und drunter und 18 Schrott. Zweiter Schnittpunkt könnte jetzt uns gehören. Wir müssen erstmal reparieren. Gehst dich heilen, wenn ganz. Das war gerade ein Paradebeispiel, warum ich die Zahl dann einfach nicht mag. Wenn die mal raus müssen, dann bringen die alles durcheinander. Gut, er musste jetzt nicht zwingend, aber ich hätte es taktisch besser so empfunden. Ja, wenn das Problem mit der Lanze nicht gewesen wäre. Ach, herrje. Ich kann den Reaktor nicht so schwach lassen. Wir müssen dann aber auch voll ausbauen. Oh Mann. Sollte ich vielleicht doch zusehen, dass ich nur die Systeme verbessere, die halt notwendig sind, um die Kämpfe zu gewinnen und dann ansonsten das, was am günstigsten ist, na, wobei das wird alles nicht mehr so günstig sein, wenn man es erst einmal, zweimal verbessert hat. Das ist doch doof, wir brauchen verdammt viel Schrott, wir brauchen am besten 3 Schrottbergungsarme und zwar sofort. Nur mal angenommen, ich werde jetzt nicht den Reaktor verbessern. Was bleibt mir dann? Hoffen, dass bald eine Hilfsbatterie kommt und ansonsten bis Sektor 5. Moment. Hab ne Idee. Das gefällt mir zwar wieder gar nicht, aber... Halte beim Zoltankreuzer zeitgleich ja 29 Energie, erreiche Sektor 5 ohne den Reaktor im Zoltankreuzer zu verbessern. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt mit dem Schrott unseren Antrieb aus und reparieren uns maximal bei den Läden und gehen jeden Kampf aus dem Weg. Das gefällt mir gar nicht. So ein blödes Spielen. Dann nehmen wir die Energie aus den anderen Systemen raus, also bei der Lanze zum Beispiel, und dann hüpfen wir bloß von Punkt zu Punkt. Wir bräuchten einen Langstreckenscanner, um zu gucken, wo sind keine Gegner. Wir brauchen eine Hilfsbatterie. Also können wir den Antrieb nochmal verbessern, weil bis wir springen können, hat die Hilfsbatterie genug Unterstützung geleistet, ist der Antrieb voll. Wir brauchen trotzdem schnellstens eine Hilfsbatterie, damit wir den Antrieb auch befeuern können. Über. Gefällt mir gar nicht so zu spielen. Wir können von den Waffen noch jemanden rüberstellen. Dann können wir den Antrieb nochmal verbessern. Aber ich behalte den Schrott jetzt für eine Hilfsbatterie. Keine Kämpfe mehr beschreiten. Es geht mir gegen den Strich. Aber ich glaube nicht, dass ich das anders schaffe. Ich probiere es mal. Mehr als eine Folge dauert es, denke ich nicht. Antrieb so früh so gut. Nebel sind dafür bekannt, beliebte Jagdreviere der Mantis zu sein. Es wäre gut gewesen, diese Information zu beachten. Oh Gott, das liegt langsam auf. Gut, nebenbei weichen wir auch gut aus. Trotzdem ist das langsam. Wir brauchen einen Antriebsaufladebeschleuniger. FTL-Antriebbeschleuniger. Schießen ja schon wieder. Hälfte gerade mal geschafft. Das gefällt mir gar nicht, so zu spielen, sage ich euch. Könnt ihr uns bitte eine Kapitulation anbieten? Ist dann Feuer? Nee. Flieg vorbei. Mann, auch noch ein Treffer. Ja, schnell ist der Weg immer zum Ausgang wählen. Und hoffen, dass wir Geschenke bekommen. Damit wir Schrott bekommen. Du hast den Langstreckensignalpunkt erreicht, ist der FTL-Antrieb geladen, kannst du in den nächsten Sektor springen.
Oh, ein Geschenk. Es geht gut los. Du informierst eine Station in der Nähe über deine Flucht vor den Rebellen. Sie bieten dir an, dein Schiff mit einer Waffe auszustatten und wünschen dir viel Glück. 10 Schrott, kleine Bombe. Oh Gott, ich müsste alle meine Waffen verkaufen, um auch noch Schrott zu bekommen, um mich zu heilen und um den Antrieb zu verbessern und eben die Hilfsbatterie zu kaufen. Das ist ein beschissener Plan, den wir haben. Schnellstens in den 5. Sektor mit so viel grünen Punkten, wie es nur geht. Zwei, drei, vier, fünf. Das ist ziemlich gleich. Die wollen ja auch ganz gerne abhauen. Dann gehe ich lieber ins Rebellengebiet. Früher gehörte dieser Sektor zu einem der am stärksten bereisten. Deshalb haben die Rebellen hier eine Vielzahl von Flotten stationiert. Sei also vorsichtig. Du gehst schon mal wieder irgendwo hin. Da ist ein Laden. Gut. Den nehmen wir mit und gucken. Da ist der Ausgang. Okay. Das ist ein komischer Durchlauf. Sage ich euch jetzt schon. Vielleicht werde ich den am Ende einfach überschreiben. Oder wir sterben gar nicht, dann können wir nochmal einen Durchlauf 41 starten, aber es geht mir gehörig gegen den Strich so zu spielen. Aber ich denke mal, länger als eine Folge wird es nicht mehr dauern. Und mal gucken, ob wir eine Hilfsbatterie im Laden bekommen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.